So, herzlich willkommen zur neuen Folge und mit dem aktuellen Status immer noch erkältet. So, wir können uns erinnern, da hinten waren große und vor allem große Monster. Da wollen wir nicht langlaufen, deswegen laufen wir jetzt hier lang. In Hoffnung, dass da nichts Großes ist. Weil gegen die können wir uns noch nicht wirklich behaupten. Beziehungsweise, ich habe es zwar noch nicht wirklich probiert, aber ich gehe davon stark aus. Ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass wir da nicht auf lange Sicht eine Chance haben. Wir haben ja schon in der lustigen Folge, wo wir da Kaja sich da mit den Dicken befreundet hat, haben wir ja gesehen, dass das in die Hose gegangen ist. So, hier haben wir noch den zweiten Eingang, da wo auch der Riese war. Das Problem ist halt wirklich, wenn wir da irgendetwas angreifen, dann haben wir auch wirklich alles am Arsch. Also auch den Riesen, möchte ich sagen. Aber hier waren wir schon oben drauf. Kann ich mich entsinnen. Hier habe ich mich noch getraut, drauf zu gehen. Von da aus laufen wir mal weiter Richtung, ja, halbwegs Norden. In der Hoffnung jetzt hier mal auf... Was ist das denn hier? Kann man nicht einsammeln. Na ja, gut, okay. Aber die Heilpflanze. So, dann holen wir uns da mal Mr. Wow Wow. Hornwolf. Ja, war eine Zeit lang echt ein würdiger Gegner. Jetzt mittlerweile nicht mehr. So, wir folgen diesen. Wir können natürlich auch nach rechts lang. Wüsste zwar nicht, was das bringt. Ach, guck mal. Ach, guck mal weg. Aber das ist nur so ein Must, würde ich sagen. Aber wir könnten ja trotzdem mal gucken. Wenn wir schon mal hier sind, warum nicht? Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Also wenn da sind die wir. Viecher nicht wären. Eigentlich ganz nett hier. Ja, das sind natürlich immer so die weisesten Sprüche hier von den NPCs. Wenn die Monster nicht wären, wäre das alles doch so super schön. Aber ich behaupte mal, hier kriegen wir ordentlich. Da ist schon wieder so ein Slugfuck. Scheiße, ne. Wenn er alleine ist, ist mir das relativ Wumpe. Muss ich sagen. Wir holen uns erstmal die Rappis. Die sind ja gratis hier. Tja. Gratis Raptoren. Raptoren sind gratis. Mit der schönen Axt in den Popo. So. Ich würde sagen, ich speichere hier mal wieder ab, weil wir wissen ja, Capella hat ja, was viele Sachen betrifft, absolut kein Glück. Außer hier im Turm, da können wir noch, glaube ich, ein bisschen gucken. Hallihallo. Was haben wir denn hier? Oh ja, ganz wichtig. Immerhin haben wir hier ein Bett und ein Cage. Und eine Öllampe. Was wollen wir mehr? Wo geht's denn da hin? Also, was bewacht der? Ist das ein Schrein? Ah, sieht so aus. Naja, gut. Speichern, Quick Save. Theoretisch müssten wir ihn schaffen. Wir haben den auch da unten geschafft. Nice. Denn komm mal her, Kollege Tunschuh. Gargoyles müssten doch meines Erachtens anfällig gegen Feuer sein, oder? Ich helfe dir. Dann helf mal. Gegen Gift sollten sie, glaube ich, relativ immun sein. Gib ihm Rückenmassage, mein Kumpel. Na also, geht doch. Immerhin. Wieder 275 Erfahrungen, wenn man sich das hochrechnet. 4 Viecher, über 1000 Erfahrungen. Da freut man sich manchmal über Quests, wo man so viel Erfahrung kriegt. Von da aus ist das doch ein gefundenes Fressen. Zum Glück haben wir ihn geschafft. Und mal gucken, was er hier bewacht hat. Kann mir aber vorstellen, wieder nichts Besonderes, außer jetzt irgendwelche... Was haben wir denn hier alles? Elix. 50. Naja, gut, okay. Will ich nicht meckern. Ist ganz okay. Was haben wir hier? Goldener Cage. Ich glaube, den können wir wirklich gut verscherbeln. Was haben wir hier? Hier sieht's aus, als wenn es in Richtung Wüste geht. Gut. Jetzt wissen wir auch, was hier ist. Haben's gesehen. Alles klar.
Weiter geht's ins Schraffenland. So, da wären wir eh hergekommen, wie ich das gerade sehe, von da aus. Hallo? So. 40 Erfahrung und ein bisschen Kralli. Was haben wir da im Dörflein? War das das Dörflein, was so voll besetzt ist mit... Schon wieder so ein Vieh. Ich will das da unten bekämpfen, um ehrlich zu sein. Ist mir lieber. Das Biest kaufe ich mir. Ray, mach weiter Rückmassage. Weiter. Jawoll. Oh, Leggy. Das ist gut. Jetzt wird abgesprochen. Wunderbar. Schaffen wir. Tja. Schaffen wir. Ich dachte, du passt auf meinen Rücken auf. Ja, hab ich ja. Hab ich doch, lieber Kollege. Oh, ein guter Teller, mitnehmen. Oh, Löffel. Oh, oh, Teller. Tja. Oh, hier, Viehzeug hier. Bäh. Was haben wir denn hier? Einen Toten. Gut. Mehr haben wir nicht. Da vorne sehe ich aber eine ganze Menge. Oh, was haben wir denn hier? Elex, Elex. Oh. Naja, gut. Gut. Es ist, ja. Jetzt kein Hit bislang. Aber, wer weiß, vielleicht ist hier ja noch mehr. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass man bei Elex jetzt eher nicht auf große Schatzjagd gehen kann, sondern sich eher durch Kleinscheiß hier die goldene Nase verdient. Deswegen wahrscheinlich auch so fundamental wichtig, dass wir in Zukunft auf jeden Fall noch weiter in Geschicklichkeit ein paar Punkte investieren, damit wir das Ausbeuten noch weiter ausbauen können. So, hier haben wir immerhin Truhen. Und es geht weiter. 10 Elex. Na ja, gut, okay, die können wir aufmachen. Achso, das war auch die einzigste Truhe. Na, dann machen wir sie mal auf. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Nö, zu einfach. Ja, sehe ich auch so. So, was haben wir denn in der tollen Truhe? Immerhin roter Stein, das ist das einzigste Wertvolle da drin. Und der kleine Elixrank. Der Rest ist nicht so unbedingt. Aber immerhin, ich will nicht meckern. Ich will nicht meckern. Nein, 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 nein. So, da oben, es sieht so aus, als wenn man da absolut gar nicht rein kann. Von da aus sehen wir es auch gar nicht. Okay, gut. Haben wir auch erkundet. Haben wir gesehen. Also, wie schon gesagt, wir können uns anscheinend gegen diese Viecher einzeln anlegen. Aber das war's dann auch. Reicher. Ich glaube, die haben noch 25 Erfahrungen gegeben. Oh, 40 sogar. Bis die reagieren, ne? Hast du zweimal so eine Axt im Nacken und dann... Ach ja, warte mal, da war da was. Oh, Mann, 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 Mann. So. So, das kennen wir hier auch noch nicht, ne? Nee. Nee, nee. Da die Butzen, die kennen wir ja wohl. Ja, ja, ja. Da kann ich mir ja einen Sinn. Da waren irgendwelche Viecher, die haben uns ganz schön gebumst. Aber auch nicht. Aber ich glaube, jetzt sind wir daran, die zu bumsen, weil das waren, glaube ich, die Feuerwarane. Die Feuerspucken. Die waren uns bis dato noch echt zu heavy. Aber jetzt müssen wir die schaffen. Ah, ich mag diesen Übergang. Diesen weichen Übergang von den Biotopen. Finde ich wunderschön.
Tut mir ja leid, Raptor, aber ich muss dich leider umbringen. Es geht nicht anders. Mutantenkraut, glaube ich, ganz wichtig für später. Eisenerz? Wo? Wo habe ich denn hier Eisenerz gesehen eben? Ja, das seh mal. Das seh mal hier auf dem Boden. Also. Uiuiui, Schock! Ich dachte schon, der nackt an meiner Flanke, doch. Das sah so aus. So. Heilpflanze mitnehmen. Ah, ist das schön. Schöne Sammelaktion. Giftkraut. Kann man bestimmt alles später gebrauchen. Denn dieser große See dazu. Schön. Wunderschön. Obwohl das Spiel graflich ja nicht wirklich die Bombe ist, muss man ja immer wieder betonen. Da gibt es andere grafliche Bomben. Von da aus, ja. Trotzdem schön. Schön, 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 schön. So, was haben wir da? Da ist auch wieder viel Zeug. Ein Horny Wolf. So. Wie viel Erfahrung brauchen wir eigentlich noch zum Level Up? Endlich, wohl bemerkt. Es ist noch ein weiter Weg. Es ist noch ein weiter Weg, Leute. Tut mir ja leid, dass es alles so ein bisschen zäh ist, gerade wie Kaugummi hier das Leveln. Aber ich bin halt einfach auch so ein bisschen, ne? Wozu soll ich die Story einfach durchballern, wenn ich dann hier auch eine schöne Zeit haben kann in dem Spiel. Das vermisse ich ja auch so in anderen Teilen. Oder in anderen Spielen. Das wäre in anderen Spielen, wo es nur eine lineare Story natürlich gibt, nicht mehr möglich. Da hast du nichts anderes. Kannst du ja nichts anderes tun, so rum. Komm mal, waren wir hier? Wie im Bilderbuch. Lässig wie im Bilderbuch, ja. Warte mal, waren wir hier nicht? Ist das nicht der kaputte? Ich bin gerade verwirrt. Eigentlich sage ich ja immer, ich habe eine Orientierung wie eigentlich eine ganz gute Orientierung, aber gerade nicht. Da hinten. Da waren wir da oben. Da sind wir runtergelaufen. Okay. Hallo Hütchen. Da war der kaputte Kondensator. Was heißt kaputt? Der funktioniert ja, aber. Was? Wollte schon sagen, hier die Musik schwenkt gerade um. Was los? Habe ich was verpasst? Wir gucken noch mal aufs Mäppchen. Ja, scheiße. Ja, wir laufen den Weg lang und dann mal hier lang. Weil ich glaube nämlich, dass wir. Ja, gut. Egal, wir laufen den Weg einfach lang. Das ist jetzt auch Lust. Komm. Gib Stoff. Lauf schneller, Kollege. So. Ne, jetzt mal ernsthaft. Wo muss ich denn jetzt lang? Also, manchmal habe ich ja echt eine schlechte Orientierung. Also, der Pfeil. Ja, kann man ja nicht mehr erkennen, wenn der Kollege Tunschuh da mitläuft. Aber ich muss falsch rum. Ich muss dahin. Hey, waren wir noch? Oder nicht? Bin ich doof? War das nicht hier, wo der Beißer da unten war? Oder was auch immer im Wasser war? Nee, das war woanders. Ich werd schon alt. Ich werd alt. So. Ah, sieht schon fett aus. Es gefällt mir immer wieder. Das besinge ich mit diesem Lied. Ich hätte Lieder sagen sollen, verdammt. Tja. Hallo Schakal. Habt ihr was mitgebracht? Eine Axt. Frisch. Die schliffen. Oh, wen haben wir denn da? Rira, Rappi, 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 Rapp. Anscheinend haben die meisten Gegner einfach nicht die Funktion, sich einfach umzudrehen. Nee, sie müssen erstmal geradeaus laufen. So, wo waren denn diese Scheißviecher? Ich würde sagen, ich mache hier erstmal den kleinen Cut. Oder mache ich hier den Cut? Ja, ich mache den Cut. Bis gleich. So, komischer Cut wahrscheinlich wieder für euch. Ja, tut mir leid. Jetzt weiß ich den Fehler. Jetzt kenne ich den Fehler jedenfalls. Wenn man auf der PlayStation dann aus Versehen nicht doppelt drückt, die Aufnahme beenden, sondern noch einmal drückt, speichert er den aktuellen Part einfach mal nicht ab, sondern fängt einfach einen neuen an. Das ist super gut, PlayStation. Habt ihr super gut durchdacht. Aber nichtsdestotrotz, ja, tut mir leid. Was soll ich sagen? Wir haben hier die Banditen geschafft.
mit Mühe und Not. Es waren auf jeden Fall viele Banditen, Bosse mit bei. Haben hier eine tolle Aufzeichnung gehört, gerade über die Burg von damals. Und ja, hier ist ein Keller. Und da wollte ich jetzt eigentlich den Cut machen, aber da jetzt 15 Minuten natürlich fehlen, machen wir jetzt einfach hier eiskalt weiter, würde ich sagen. Oh Gott, ist das dunkel. Gibt's ja auch noch böse Boom. Das finde ich ja schon wieder geil. Geil, geil, geil. Was haben wir denn hier? Okay. Wow. Sieht ja richtig schön gemütlich aus hier drinne. Also, es war ein bisschen düster, aber an sich spricht hier nichts dagegen. Und den Besen nehmen wir natürlich mit. Ich wollte schon sagen, was ist das für ein komisches Licht, weißt du? Alles irgendwie so düster. Aber hinsetzen kann man sich hier. Oh, die Brause, die nehmen wir natürlich mit. Das ist ganz wichtig, ja. So, das wird wahrscheinlich hier so das kleine Lager gewesen sein. Eine Anleitung für mächtiger Mana-Trank, okay. Goldener Cage. Cage. Edex-Beutel. Alte Münzen. Wow, das hat sich gelohnt hier. Heidewitzka. Geldbündel, Geldbündel. Eine Schatulle. Alte Münze. Na, kommst du da ran? Ja. Wahnsinn. Dr. Seltsam. Was ist denn Dr. Seltsam, bitte? Im Ernst, das ist Dr. Seltsam. Dr. Seltsam, schwere Waffe macht 104 Schaden. Alter Falter. 30 Meter Reichweite. Sprengrakete, Splitterrakete, Plasmarakete. Alter. Achso, er ist ums Leben gekommen, als er versucht hat, die Rakete zu reiten. Ja gut, das hätte ich ihm auch sagen können. Okay, gut, geil, okay. Fett. Fett, 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 fett. Nicht schlecht. So, mal gucken, ob wir hier noch mehr finden als nur Fett. Hallo, klettern. Na, klettern ist nicht so... Nee, auch durchspringen ist ganz schwierig manchmal. Oh, wer liegt denn hier? Ein Schrottsammler. Warum habt ihr den denn getötet? Das macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Oder ist hier noch irgendein Monster, was ihr nicht gebacken bekommen habt? Du gehörst mir. Oh, da wohnt ja noch jemand. Na, komm mal her hier. Ich mach das. Rückmassage. Ordentlich viele Banditenführer hier drin. Neue Stufe. Hey, wunderbar. Geil. Geil. Geile Scheiße. Damit hätten wir schon wieder ein Level up. Was auch immer das hier für Pigmente sind. Ich will es gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Kannst mir schon denken, was das hier alles ist. Boah, das ist ja riesengroß hier. Eieieiei. Gehen wir da noch. Ja, komm, wir gehen da kurz hoch. Also, wir gehen nochmal hier runter. Hier systematisch durch Eiern. Okay, toll. Ja, hat sich gelohnt hier. Okay, gut. Neue Stufe. Was machen wir denn jetzt, Leute? Brauchen wir denn eigentlich so viel Stärke? Ja, eigentlich schon, ne? Konsti. Na komm. Machen wir so. Dankeschön. Das waren jetzt 3 Punkte, glaube ich, in Stärke. So, einen Moment, jetzt muss ich mal einen kleinen Cut machen. So, da bin ich wieder. Ja, weiter geht's. Kleiner Anruf von da aus. Muss ich erstmal kurz rangehen. So, was haben wir denn hier? Ist hier noch irgendwas Großes? Hier könnte auch irgendwie so etwas. Hätte ich jetzt erwartet eigentlich, dass jetzt hier irgendwas Großes ist. Aber, nee, anscheinend nicht. Giftkraut haben wir hier. Aber eine schöne Aussicht, muss man ja sagen. Also, es war anscheinend doch schon eine geile Festung hier. Wenn man so runterschaut, schon nicht schlecht. So. Oh, hier haben wir schon wieder so einen halben kaputten Turm. Da haben wir noch Wein ganz versteckt. Okay, den nehmen wir uns natürlich. Weiter geht's. Okay, hier haben wir nichts. Schade. Schade, schade, schade. Na gut, dann können wir uns jetzt mal wirklich diesen Turm da oben angucken. Oh, das war ja nur die Mauer hier. Okay, gut. Ja, da ist auch nichts. Okay, gut. Dann gehen wir da mal rein, wo der Fatzke da rausgekommen ist. Mal gucken, was da drin ist. Vielleicht ist da ja noch ein Boss. Nee, aber der Turm geht auf jeden Fall noch weiter nach oben. Hier haben wir noch
eine Bank. Haben wir hier noch irgendetwas? Gut, eine Konservendose. Das ist hier anscheinend der Thron für die... Ja. Für die Banditen hier. Auch wenn da, wenn ich gerade sehe, da ist ein... Ich habe hier aber wieder was gehört, Leute. Ich würde behaupten, wir sind hier nicht ganz allein. Hier ist noch einer. Hier ist jemand. Eingesperrt. So bemerkt. What the fuck? Bevor wir hier irgendwas machen, wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Wir schauen uns ein wenig um. Bevor wir da irgendwas anquatschen. Wir nehmen uns auch erstmal alles. Der kann da eigentlich raus. Was ist mit ihm los? Ring der Ausdauer. Bolzen. Ja, den Mana. Das ist was pures Mana. Super Schloss. Zu einfach. So sieht's aus. Ring der Strahlungsresistenz. Plus 10 nochmal drauf. Interessant. Können wir wahrscheinlich gebrauchen, wenn wir irgendwo wieder was sammeln wollen, wo Strahlung ist. Oh. Da kann man sie auch nochmal hinsetzen. Nein, nein. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich muss doch noch meine Parzelle putzen. Ich bin wichtig. Ich bin wertvoll. Ihr dürft mich nicht töten. Niemand wird dich töten. Weil ich schrubbe. Weil ich putze. Weil ich euch Geld bringen werde. Lösegeld. Eine Menge Lösegeld wird man für mich zahlen. Ich bin ein lebender Geldsack. Verstehst du? Ein Geldsack. Jeden Wunsch werde ich euch erfüllen. Ein fleißiger Diener werde ich sein. Verschwinde von hier. Der Anführer der Banditen ist tot. Ich hörte ein paar Knochen splittern. Vielleicht sagst du die Wahrheit. Hör zu. Such die Verliese der Ruine auf. Dorthin haben sie alles gebracht. Alles, was uns nicht mehr geblieben ist. Ich verziehe mich jetzt, wie du es mir befohlen hast. Können wir trotzdem noch was mit dem anfangen? Wie hat man dich gefangen genommen? Mit deinem Knüppel auf dem Kopf. Dann verrottender Stein. Käfer als Vorspeise. Würmer als Hauptspeise. Aber ich habe gehorcht. Mein Freund hat nicht gehorcht. Er ist vom Balkon gesprungen. Mit dem Schädel voran. Jetzt fressen ihn die Würmchen. Okay. Wer genau bist du? Ich erinnere mich an Sand. Viel Sand. Oh, doch. Jetzt rinnt er durch meinen Schädel. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ah, gut. Egal. Ist ja auch halb so Wurst. Halb so Wurst ist auch schön. Ist auch halb egal, weil jetzt ist er. Jetzt hat er ja keine Sorgen mehr. Von da aus alles check. So, es wird schon wieder düster, wie ich gerade sehe. Gab's da oben nicht eine, oder hier eine Schlafmöglichkeit, bevor wir da weiterlatschen? Ja, schlafen, ja. Ray, guck mir wieder beim Schlafen zu, bitte. Ich brauch das, sonst kann ich nicht einschlafen. So, jetzt ist natürlich ein bisschen doof wegen der Zeit, weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, wann ich jetzt angefangen und wann aufgehört habe. Aber ich denke mal, boah, hell. Aber ich denke mal, es ist, ach guck mal. Hat aber einen weiten Weg hinter sich gelassen. Oh, da war was Pflanze. So, das hätten wir. Skylar wird wahrscheinlich irgendwo wieder hinlaufen. Und wahrscheinlich wird er da auch krepieren. Aber immerhin, wir haben jemanden befreit. Das ist doch schön. Achso, hier ist ein Gegner. Hallo. So. Reißer tot. Da haben wir noch mehr. Gönnen wir uns auch noch mal ganz schnell. Die sind aber auch agil hier. Hallo, Reißer Nummer 3. So, da hinten haben wir auch noch was. Wohl bemerkt auch noch zum Einsammeln. Und Pflänzlein. Hallo, nicht weglaufen. Hallo, hallo. Was greifst du denn da an? Ist nix. Die sind auch schon so im Delirium, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt hier angreifen. Oh, Musik. Oh, plötzlich. So. So, wenn wir jetzt eigentlich immer weiter in diese Richtung laufen, müssten wir auf die richtige Richtung kommen, wo ich hin will. Ist dann Skeks? Ist das ein alter Skeks oder ist das ein neuer Skeks? Das
Das ist sogar ein Steinkralle. Ich kümmere mich darum. Die bringt zwar nicht viel Erfahrung. Oh, Kuppel. Tja. Oh, macht ja nichts. Ray ist manchmal ein bisschen lahm, muss ich sagen. Bis der reagiert hat, ist Weihnachten. So, Giftkraut, das haben wir Kraut, hier Kraut. Da geht's auch irgendwo hin wahrscheinlich. Aber nein! Alle mal da, komm mal da. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Könnt ihr vergessen. Oder soll ich mal probieren? Oh, Capella, probier! Probier! Capella, komm, probier! Ja, wie ihr wollt. Ist in Ordnung. Ich probier's. Ich probier's. Wir trinken sogar einen Trank vorher. Hallo! Ich bin der Capella, ich hab eine Axt. Du merkst mich nicht. Hallo! Der sieht ja nett aus. Oh ja, das ist ja toll. Oh mein Gott, trink mal einen Trank. Nicht mit Stein werfen, das ist unfair. Ob der den Stein in der Hand hat, komisch.